Habe die Ehre, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Geiselsberg. Wenn euch das Video und das Projekt gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare ein Feedback, was ich eventuell eurer Meinung nach verbessern sollt. Und ja, genau. So, wir haben ja immer noch einen Großverlieren, also wir waren in den letzten paar Folgen schon Großverlieren. Aber wir haben jetzt auf der letzten Wiesen, das heißt, wir haben jetzt bald vierte. Dann kommt nochmal eine Düngergabe aufs Groß. Und dann war es das erste Mal. Und wir werden im zweiten Schnitt, das habe ich mir jetzt wirklich lange überlegt. Ich habe lange überlegt, ob wir das machen, ob wir es nicht machen und wer oder was. Aber der zweite Kühnlandschnitt wird definitiv heu gemacht. Komplett alle Wiesen. Warum mache ich heu? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte heu Pellets machen. Bei Highballen, ja, das, naja, brauchen wir noch nicht, aber High Pellets brauchen wir. Also was alles brauchen wir, das haben wir halt einfach verkaufen, das ist ja scheißegal. Außerdem habe ich mich dazu überreden lassen, dass wir den Schweinehof kaufen, damit wir möglichst schnell vom mineralischen Dünger einfach wegkommen. Weil, jetzt kannst du mir vorschlägen, Auto. Je schneller wir vom Mineralischen weg sind, desto schneller die Autos. Desto schneller können wir mehr Geld einsparen. Das ist gut. Weil die Gülle kostet uns nichts, oder die Gäste halt. Weil wir haben jetzt am Anfang dann gleich Gäste. Ja, Gülle und Mist kommt natürlich dann später von die Sei. So, da jetzt müssen wir mal schauen, weil. Ich weiß nicht, wie viele Vierteln das noch wären. Mal jetzt mal überlegen. Ja. Ich glaube, es wären nur 1,5-2 Vierteln. Da machen wir jetzt eins. Die drücken wir jetzt da nur mit rein. Die 1,5-2 Vierteln. Und die drücken wir auf die Seite damit um. Also da war ich jetzt hier nur mit hier. Weil dann haben wir da ein bisschen mehr Material und ihr seht ja, da ist abneigend, also da ist abfallend eher der Hafer. Deswegen nehmen wir das da mal. Also da hinkippen. Ja, was gibt's gerade zum Erzählen? Funcom war eigentlich eine ganz geile Geschichte, meiner Meinung nach. Ja gut, ein paar Sachen hat es gegeben, da haben wir gedacht, naja, das geht jetzt nicht zusammen, aber gut, das ist die Geschichte. Die sind der Provider und alles, die entscheiden das. Und da werden sie halt was dabei denkt, wenn sie es schreiben. Ist Zeich. Und bisher bin ich vom Gameplay sehr überrascht. Und auch sehr zufrieden. Muss ich sagen, was soll's, ich bin sehr zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Gameplay. Ich bin auch überrascht, was jetzt genau alles gekommen ist. Weil über die Gangschaltung hat keiner was gewusst. Dann das mit dem Sound, dass die ganzen Maschinen-Sounds jetzt abgedatet haben oder erneuert haben, das ist ja scheißegal. Das finde ich eigentlich nur geiler, weil das mit der Gangschaltung. Aber gut. Pff, wie gesagt, meiner Meinung nach, fahren kann, ich soll ein paar Stellen geben. Der wäre jetzt mir persönlich nicht so gefallen, um dafür vielleicht wieder andere. Aber der war ich nicht so informativ fand. Ja, weil es mich halt nicht interessiert hat. Dafür vielleicht wieder andere. Also, da natürlich jeder hat da natürlich eine ganz andere Meinung, weil einer, ich würde mal, wer ich oder sonst wer. Ja. Aber es war echt geil. Es war recht geil. Ich habe leider nicht alle Dach ausschauen können, weil genau am einen Tag habe ich. Was war jetzt da wieder? Kürze fix. Da bin ich Mittag vor der Arbeit geworden, das weiß ich nur auswendig. Da bin ich extra Mittag vor der Arbeit geworden, was war jetzt da? Genau, da haben wir beim. Da habe ich beim Spätzle aushelfen müssen, weil der hat beim Kunden hat der groß geliert. Jetzt, genau. Und. Das war der erste Tag. Und ich bin von.
was ich, was für eine Uhrzeit bis, was weiß ich, glaube ich, 9:30 oder was. Da war ja, sie Limitl, du kannst mir jetzt gleich am Arsch lecken. War ich am Pult durchgehockt, bin gefahren. Ja, den habe ich dann hinterher angeschaut. Ja, es waren schon informative Artikel dabei, für mich auch. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren auch Artikel dabei, da wollen wir oder Szenen dabei, wo man denkt hat, naja. Mich persönlich interessiert das jetzt nicht so. Wie gesagt, persönlich. Natürlich, an anderen hat das natürlich einen interessiert. Ganz klar. Das andere war noch. Ja, noch einen zweiten Tag, den habe ich relativ komplett ausschauen können. Das hat eigentlich relativ gut gepasst. Den dritten Tag, was war jetzt da? Den habe ich glaube ich nicht einmal angeschaut. Also ich habe bloß den zweiten Tag angeschaut. Ich weiß gar nicht, was am dritten Tag war. Da muss ich ehrlich gesagt zugeben, da habe ich keine Zeit gehabt. Weil Real Life geht immer vor, Leute. Also. Aber jetzt kann man ja alles hinterher schauen. Da hocke ich mir jetzt einmal die Woche hin. Und genau, was ich nur erklären möchte, ist, weil mich ja viele gefragt haben, warum ich auf der MIGMAP aufhöre und warum ich die Woche nicht mit einem anderen Projekt oder einfach die Projekte hin und her schreibe, diese einfach so mache. Das hat einfach den Grund, ich brauche mehr Zeit. Ich habe teilweise, was viele nicht wissen, ich habe teilweise. Ist jetzt groß. Da ist jetzt gerade ein Glas Cargo-Ladung an meiner Haustür vorbeigefahren. Also mein Fenster. Wurscht. Ich brauche einfach mehr Zeit, ich brauche wieder mehr Zeit für mich selber. Und das ist einer der Hauptgründe, warum dass ich das Projekt beende. MIGMAP. Also warum wir das beendet haben, sagen wir so. Es war. Ja. Weil wegen. Naja. Mal sagen, es war nicht ganz so einfach. Und ich habe es einfach nicht geschafft. Oder ich habe es dann einfach nicht mehr unterm Hut gebracht irgendwann. Und dann habe ich gesagt, gehabt, okay, ich darf jetzt die MIGMAP aufheuern. Weil die Karten extrem viel Zeit kostet. Ich habe halt wirklich die Zeit auf wenigsten Karten angeschaut, weil zum Beispiel die Thüringen und die MIGMAP. Dann habe ich eine Umfrage gemacht, das wissen ja eigentlich viel, das wissen eigentlich alle, glaube ich, mittlerweile. Und dann ist er entschieden mit MIGMAP. Dann habe ich gesagt, gut, okay, dann mache ich mal die MIGMAP platt. Es war ja, doch, es war eine schwere Entscheidung. Es war nicht einfach, das muss ich zugeben. Es war nicht einfach, aber wurscht. Und auf jeden Fall, ich habe irgendwas weg damit und ich brauchte eine Woche Pause. Weil immer ja, was heißt immer, ich will ja praktisch die Karte vorbereiten, dann die nächste. Dann möchte ich am besten gleich noch die andere auch gleich noch vorbereiten, habe ich das gleich vierte. So, das ist dann meistens der Dienstag. Dann Mittwoch habe ich meinen Livestream, Donnerstag habe ich wieder Aufnahme, Freitag habe ich Livestream, Samstag, Sonntag melde ich mich eigentlich ausgabe. Wobei Sonntag mir alle schießlang Aufnahme der Famasum. Alle 14 Tage. Und allein da, was wir da Zeit investieren für die Aufnahme, allein das ist schon bestialisch. Also da ist wirklich. Ihr könnt es mir wirklich gleich, wenn ich suche, der Farmers kostet genauso viel Zeit, weil ja, mit den Aufnahmen hier kostet es mindestens so viel Zeit, weil Geiselsberg und Thüringen miteinander. Weil Geiselsberg habe ich teilweise, so wie es ist, auf Ohrenloch vierte. Thüringen habe ich auch meistens auf Ohrenloch vierte. Also, ja, was soll ich davon durch? Aber stumm meistens. Worüber aber der Farmers teilweise mehrere Stunden dauert die Aufnahme. Das ist wieder der feine Unterschied. So, als nächstes Viertel kippt man da noch mit hier und dann hoffe ich eigentlich, dass es gelangt und dass es gut ist. Ich habe eigentlich keine Lust, nur ein drittes Mal in Ladung zu fahren. Naja, wurscht. Und selbst wenn, ist auch schon wurscht, drauf geschissen. Jetzt mal bloß, hoppala,
Assi kümmer, passt. So. Genau. Und das sind so die Gründe, warum dass ich bei der Milkmap gesagt habe, ich mache einen Cut. Ich höre auf. Ich habe mir auch einen kleinen Plan geschmiedet für den LS22. Also ich würde wahrscheinlich am ersten Tag, sobald ich spielen kann, wie wahrscheinlich ein Video rauskloppen. Also am nächsten Tag dann. Oder zwei, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall muss ich ein bisschen einen Puffer mir schaffen. Weil wir werden nur die Schleswig weiter streamen. Unter anderem natürlich. Wir werden die Schleswig weiter streamen. Ich will meine Projekt, ich will wieder ein neues Projekt dann anfangen. Wobei, da finde ich mich ja da vorab auf. Na, ja, das. Der Plan funktioniert schon ein wenig besser jetzt. Also. Ich will dann auch einige Mods konvertieren, wenn ich sie hat, weil ich will. Zum Beispiel. Und einfach ein paar Sachen machen. Also. Natürlich will ich am ersten Tag, ich will ein Video erst zimmern, ganz klar. Ich will ein paar Videos mehr erst zimmern. Also, ich will ein paar Videos mehr machen. Aber. Wir müssen halt schauen. Wie gesagt, auf jeden Fall werde ich die Schleswig weiter streamen, die stellt schon mal fest. Der Farmers wird erstmal im 19er noch weitergehen. Im 22er schauen wir mal. Da haben wir zwar jetzt aktuell eine Idee, wenn wir es machen können, aber die Umsetzung ist wieder eine ganz andere Geschichte, weil die Ausführung, weil die Planung. Da müssen wir halt dann warten. Und schau, wie es läuft. Jetzt, wenn die Ladung nur mal voll wird, dann gehört, dann gnade euch Gott, Alter, dann flipp ich es. Wie gesagt, ich würde die Schleswig im 19er weiterspielen. Ich würde dann natürlich im 22er mein Projekt machen, ich werde auch im 22er Livestreamen. Vor einem externen Spielstand dann, also mal dann einen extra Spielstand. Warum? Hat einen Grund. Dann werden wir. Ja, also ich will im 22er erstmal nur ein Projekt machen, bis dass wir dann ein Roleplay-Projekt haben, wieder, wenn wir wahrscheinlich der Farmers, haben wir jetzt eigentlich gemeint gehabt, probieren wir mal, ob wir es weiter hinmachen können, dann eben nicht auf irgendeiner neuen Karten, sondern auf der Oberbayern, aber da müssen wir erstmal schauen, weil wir müssen einige Skripte einfach dann nur in Kürze fix, Alter. Müssen wir erst schauen, ob wir das überhaupt hinbringen zum Konvertieren, ob das funktioniert. Ja, dann willst du jetzt nur mehr eine halbe Ladung. Kürze fix. Und auf jeden Fall müssen wir halt dann schauen. Wenn wir es genau alles machen. Also, das ist alles nur in die Kinderschuhen, das ist alles noch nicht einmal. Da müssen wir warten, bis das der neue LS da ist. Und dann können wir uns mal hier hocken und können da mal ein wenig anfangen, was zu machen. Und hey, entweder klappt es oder es klappt nicht. Weil dann, wenn es nicht klappt, schauen wir mal. Wenn es klappt, geil. Ist halt auch so. Und wie gesagt, ich will auf jeden Fall im 22er Projekt starten. Eines, das wird jetzt, ja, wenn ich es schaffe, mache ich das dann wöchentlich oder alle 14 Tage, ich weiß selber nicht, müssen wir mal schauen, dann sehen wir schon, weil wir fangen wirklich auch wieder beim 19er, wer das gesehen hat, die Videos am alten Kanal, der gewusst, wir fangen wirklich bei 0,0 an, aber genau müssen wir halt warten, wie es läuft. So, aber meine lieben Freunde, wir sind am Ende vom Video angekommen. Ich hoffe natürlich, wie immer, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut's rein, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.